Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Aprikosenklang. Reimt sich das eigentlich? Na, nicht ganz. Egal, es ist allerhöchste Zeit, dass ich mal wieder ein Jahreszeitenvideo aufnehme. Und wie man vielleicht vermuten kann, wenn man pünktlich dran ist, dann rede ich heute darüber, was ich aus dem Sommer in Japan nicht vermisse. Ist der Sommer die Jahreszeit, in der ich Japanreisen am wenigsten empfehlen würde. Das liegt einerseits an Sachen wie extreme Luftfeuchtigkeit und Hitze. Das sind Punkte, die ich auch schon im letzten Video zur Regenzeit erwähnt habe. Es gibt aber noch ein paar andere Dinge, weswegen ich den Sommer insgesamt noch ein bisschen anstrengender fand. Und zwar unter anderem wegen den folgenden vier Punkten. Das Klimaanlagendilemma. Oha, Leute, ich habe schon so lange nach einer Gelegenheit gesucht, endlich mal darüber zu ranten. Here we go. Warum werden Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden in Japan auf bis zu 20 Grad heruntergeregelt, während es draußen 40 Grad oder mehr hat? Das ist ein Temperaturunterschied teilweise von 20 Grad. Das fühlt sich weder gut noch gesund an. Ich kann ja zu einem gewissen Grad verstehen, dass es im ersten Moment sicherlich sehr erfrischend ist. Aber wenn ich mich länger in so einem gekühlten Raum aufgehalten habe, habe ich einfach angefangen zu frieren. Und das im Sommer. Und wenn man dann wieder rausgeht, dann ist es umso schlimmer, dass es draußen eigentlich so heiß ist. Ich verstehe das Ganze halt insgesamt echt null. Was soll man denn bitte anziehen? Eigentlich ist das auch ein ziemliches Dilemma. Und zwar ein Dilemma im Dilemma, weil es sehr von dem Klimaanlagendilemma beeinflusst wird. Wie oft kann man Dilemma hintereinander sagen? Ja. Was ich eigentlich sagen will, dadurch, dass es draußen so heiß und feucht ist, gibt es eigentlich kaum etwas, was man anziehen kann, ohne dass man eben schwitzt, wenn man rausgeht. Hinzu kommt das Problem, dass es in den Innenräumen so kalt ist, und man echt darauf achten muss, sich nicht zu kühl anzuziehen. Nochmal im Sommer, das ist sehr absurd. Zu dem Kleidungsproblem kommt, dass man nicht so wirklich weiß, was man mit seinen Haaren machen soll. Dass Make-up einfach nur lästig ist und Deo teilweise echt nicht so viel bringt. Ich habe das im letzten Video schon so ein bisschen erwähnt. Aber im Sommer fand ich das wirklich sehr frustrierend in meinem Auslandsjahr. Und ich war regelmäßig einfach komplett lost. Früh hell und früh dunkel. Manchmal frage ich mich, ob Japan in die falsche Zeitzone eingeordnet wurde, denn im Sommer geht die Sonne schon vor 5 Uhr morgens auf, aber sie ist spätestens 18 Uhr auch schon wieder untergegangen. Und das war für mich persönlich wirklich sehr weird, vor allen Dingen, weil eben in Deutschland Sommertage so lang sind und es bis 21 Uhr oder teilweise noch später hell ist. Ich habe das immer als super normal wahrgenommen, bis ich dann in Japan war und gemerkt habe, dass das wirklich nicht überall so ist. Da ich ein eher positiver Mensch bin, muss ich diesen negativen Rant vom Anfang ein bisschen mit einem positiven Punkt zu einem negativen Punkt wieder wettmachen. Denn tatsächlich ist es so, dass diese frühen Sonnenuntergänge einen positiven Nebeneffekt haben. Und zwar finden in Japan im Sommer sehr viele Feste am Abend statt, in die Licht involviert ist. Also es gibt zum Beispiel irgendwelche Laternenfeste oder Feste, wo es irgendwie um Kerzen geht. Oder generell sind halt Feste am Abend immer mit diesen typischen japanischen Lampions geschmückt. Oder auch Hanabi, also Feuerwerke. Das sind in Japan ja auch so klassische Sommer-Events. Und das Ganze würde in Deutschland so halt einfach nicht im Sommer funktionieren, da es eben bis 21 Uhr oder so hell ist. Außer man verlegt das Ganze vielleicht irgendwie so auf 23 Uhr, aber das wäre weder für die Veranstalter noch für die Teilnehmenden wirklich praktikabel. Insekten in Gigantonormo-Größen. Und eine letzte Sache, die ich im Sommer wirklich nicht aus Japan vermisse, sind riesige Hornissen, fliegende Kakerlaken, beißende Tausendfüßler und ein generelles Gefühl, dass die meisten Insekten irgendwie ein bisschen zu groß geraten sind. Auch in meiner Instagram-Umfrage konnten die Insekten bei euch sehr gut punkten. Am besten fand ich den Titel Insekten in Gigantonormo-Größen, deswegen habe ich den direkt übernommen. Am meisten wurden aber die Mutantenmücken genannt. Wir waren uns aber auf jeden Fall alle einig, dass wir darauf wirklich verzichten können. An der Stelle habe ich tatsächlich noch eine kleine Anekdote, die ich einfach loswerden muss, weil sie hier so gut hinpasst. Ich weiß nicht, ob ihr Spinnenläufer kennt. Ich hatte bis vor kurzem noch nichts von diesen alienartigen Tierchen gehört. In Japan gibt es die wohl relativ häufig und wie ich gehört habe, krabbeln die wohl auch sehr gerne mal ins Bett. Das möchte ich wirklich nicht erleben. Auf jeden Fall durften wir letztens hier in Deutschland Bekanntschaft mit so einem scheußlich schrecklichen Spinnenläufer machen und das Ganze 1 Uhr nachts. Und ich sag euch, wenn so im Halbdunkeln so ein riesiges Insekt durch euer Wohnzimmer huscht, da wird einem schon echt unwohl. Also es war wirklich
eine Erfahrung, auf die ich hätte verzichten können. Ich hoffe einfach, dass ihr dieses Vergnügen nie haben werdet. Und ja, obwohl ich das wirklich nicht vermisst habe, haben die riesigen Insekten mich hier in Deutschland dann doch gefunden. Schreibt gerne in die Kommentare, bei welchem Punkt ihr am meisten zustimmt oder ob ich vielleicht auch einen ganz wichtigen Punkt vergessen habe. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da, das würde mich wirklich super freuen und das hilft auch dem Kanal. Yeah! Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video!